wir haben, ich habe, nicht wir, ich. Ich, Leute, nicht wir. Hallo, ihr neuen Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Ich hatte es in einem der letzten Videos, ich weiß gar nicht, ob das schon online gegangen ist, von der Reihenfolge her. Die Katzen. Schon angeteasert, bei mir trudelt ein neues Tauschpaket bzw. ein neues Wanderpaket ein. Und es könnte nicht in einem besseren Namen haben. Das ist das Meerjungfrauenpaket, haben wir es, beziehungsweise hat Dani es genannt. Denn die hat mich auch hier eingeladen. Mit Dani verbinde ich ja eine tatsächlich sehr, sehr lange Freundschaft. Ich bin mit Dani zusammen aufgewachsen. Dann sind wir beide aus unserer damaligen Wohnung in diesem gleichen Aufgang, den wir gewohnt haben, weggezogen. Fun Fact, wie wir jetzt im Nachhinein festgestellt haben, gar nicht so weit voneinander weg. Aber haben uns über YouTube hier wiedergefunden. Das ist ja immer eine niedliche Story, die ich super gerne erzähle. Und Dani hat mich gefragt, weil ein altes Tauschpaket oder Wanderpaket bei ihr so ein bisschen ausgelaufen ist. Und sie hat, glaube ich, ein, zwei Leute in der Gruppe, die schon vorher drin waren. Und ich glaube auch ein, zwei mit mir, die jetzt neu dazu gekommen sind. Und ja, das Paket habt ihr im Thumbnail schon gesehen. Ich heb's den jetzt nicht nochmal an, das ist so schwer. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich dich noch ganz, ganz lieb darum bitten, mir einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal dazulassen, wenn dir das hier gefällt und du gerne mehr sehen würdest. Ich habe aktuell, wie gesagt, zwei Wanderpakete. Ich zeige euch hier Boxen, Schminkies, LEs, Mystery Boxen, also eine bunte Mischung. Und wenn dich das interessiert, ab und dann nochmal Hauls, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Das kostet dich nichts und für mich bedeutet das ganz viel. Wir sind bei über 500. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die schon abonniert haben und auch an dich, wenn du das jetzt tust. Und weiter geht's mit dem Video. Und ich freue mich richtig, was in diesem Paket drin ist. Ich habe gestern einmal ganz kurz reingesneakt, weil ich habe das schon seit zwei Tagen, bin aber... Ich hatte gestern keine Lust zum Drehen, ich bin ehrlich. Ich würde nicht mal sagen, ich bin nicht zum Drehen gekommen. Ich hatte keinen Bock. Ich dachte, heute bin ich eh geschminkt. Heute ist gut, ich kann meine Augenbräunchen nochmal ein bisschen durchkämmen. Oh, ein bisschen besser. So, ja, und dann gucken wir einfach rein. Ich weiß, anders als bei meinem Trashy, ist das Meerjungfrauenpaket tatsächlich die einzelnen Pakete nach Kategorien sortiert, was ich persönlich, ich bin ja ein kleiner Monk, was sowas angeht, sehr liebe. Und, warte mal, ich zeige euch mal, das kann ich ja mal machen. Da, so sieht's aus. Ja, wisst ihr schon mal Bescheid, jetzt muss ich die Kamera wieder ausrichten. Und dann starten wir mal. Ich habe gestern schon... Welches Paket war denn das? Ich fange mal hier mit dem ersten an, mein Little Box. Wie gesagt, ich hatte irgendeins gestern schon in der Hand. Ja. Und das war auch dieses hier. Wir fangen mit der Highlighter-Kiste an. Das habe ich gestern schon gesehen und da habe ich schon zwei Sachen gesehen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ihr wisst ja, ich stehe vor allem auf Liquid Highlighter. Das erste, was wir haben, ist eine Revolution Highlighter-Palette. Spricht mich jetzt persönlich nicht so an. Deswegen werde ich die auch wieder reintun. Ähnlich wie bei den anderen Tauschpaketen. Ist klar, ich packe am Ende auch einiges rein, entsprechend dem wahren Wert, was ich rausgenommen habe. Dann haben wir von Rival Loves Me Boho Vibes, ein 2-in-1 Baked Rouge and Highlighter. Ich glaube, so einen ähnlichen hatten wir doch gerade erst in irgendeiner LE. Ist niedlich, lasse ich aber drin, weil wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, den hatten wir schon. Den habe ich auch, das ist der von Catrice aus der neuen... aus dem neuen Sortiments-Update, der Gimme Glow, das ist die Farbe 10 Champagner. Die sind wirklich toll, gerade wenn ihr nur so einen ganz leichten Yoshi. Gerade wenn ihr nur einen ganz leichten Effekt haben wollt, so dieses No-Make-Up-Vibe. So, Bondi Sands Glow oder Glow Pearlights Highlighting Cream für Radiant Glow. Da gucke ich jetzt mal rein. Ist das schon offen? Es ist noch zu. Ich würde ja so gerne wissen. Ich lege den mal auf den Vielleicht-Stapel, sowas finde ich ja spannend. Gucken wir mal kurz, was hier steht. Also kann man alleine tragen in die Base oder eben als Highlighter richtig quasi punktuell auftragen. Okay, werde ich ausprobieren. So, das hat mich tatsächlich interessiert, weil da stand ich im Laden tatsächlich schon davor. Die Crystal Oil Drops von Art Deco Light White, achso, Body Oil. Nee, ich glaube, die gibt es auch als Gesicht. Schön sehen sie schon aus. Aber für den Körper habe ich tatsächlich relativ viele Öle, die so ein bisschen Schimmer drin haben. Beispielsweise jetzt keins, also das ist natürlich jetzt hier ganz andere Farbton, aber das ist auch sehr, sehr schön. Das trage ich, habe ich jetzt, als es zwischendurch so krass warm war, wirklich gerne getragen. Oh, ist aber wirklich schön. Ich weiß nicht, ob ihr
das seht, das ist so ein ganz, doch so sieht man es, glaube ich, dezenter Schimmer. Aber wie gesagt, für den Körper nichts und Öl im Gesicht ist immer schwierig, weil es gerne mal die Foundation auflösen kann. So, das fand ich auch interessant von Puro B. Ich noch nie gehört, die Marke. Resplendent Liquid Stardust. Shake well before use. Das hat, glaube ich, auch so eine Pipette. Und das war nämlich, ich habe zwei, drei Sachen nämlich gestern so geswatzt. Und das sah so schön aus. Ich glaube, den werde ich auf jeden Fall behalten. Der ist nämlich nicht ölig, sondern einfach nur flüssig. Und oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so ein bisschen holo, rosaner Glitzer. Also wirklich ein bisschen, wie es hier ist. Kommt auch mal auf den Stapel. So, dann haben wir von Face Zero. Ich glaube, den habe ich auch oder hatte ich auf jeden Fall mal. Man merkt so bestimmte Produkte. Ich kriege ihn gar nicht auf. Das ist so ein Champagner-Ton. Da ist die Kamera. wie gesagt, habe ich, glaube ich, selber da. So, den fand ich spannend von Josephine. Do You Natural Flawless Liquid Highlighter. Ihr wisst, ich stehe auf Highlighter. Ich muss gleich mal gucken, ob ich so eigentlich sogar, also nicht in der Verpackung, aber ob ich einen von Josephine sogar da habe. Den habe ich gestern nämlich auch geswatcht und der hat mir auch sehr gut gefallen. Ihr wisst, ich liebe Liquid Highlight. Guckt mal, wie schön der jetzt schon aussieht. Ja, also der gefällt mir sogar noch ein Stück besser als der. Deswegen, damit wir auch nicht so viel rausnehmen, packe ich den mal wieder auf die Seite. Den nehme ich auf jeden Fall. So, die letzten vier Produkte sind Sachen, die ich zum Teil selber schon habe. Aus der Everlasting Bloom von Essence LE. Da war die Reihenfolge falsch, aber egal. Der sieht, stimmt, Essence No Much Love. Wahrscheinlich aus dem Adventskalender. Das ist ein Cream to Powder Highlighter. Das ist halt auch spannend. Ich glaube, den hatte ich gestern auch mal kurz geswatcht und dachte so, die Textur. Also man hat wirklich gemerkt, dass das dann vom Handrücken und ihr seht gerade nichts, weil es nicht scharf wird. Hallo. Nicht mich bitte. Ist doof, ne? Ich will sehen, ob es scharf ist. Jetzt ist scharf. Also hier habe ich es hingemacht. Ich packe den auch mal erstmal auf die Seite. So, Pixie by Petra ist gefühlt auch in jedem Paket drin, was ich so kenne. Und die Highlighting and Blush Edition. Ich glaube, das war, ja, also auch der Blush-Ton eine Phase sehr, sehr hell. Genau, von Turn It Up. Gut, der Rest kommt erstmal wieder rein. Wie gesagt, ich gehe am Ende mal hier so meine Sachen durch und packe einiges rein. Wir machen mal weiter mit einer Blissim Box. Ich gucke mal, was hier drin ist. Okay, hier sind Nagellacke drin. Das zeige ich euch jetzt nur einmal so, weil ihr wisst, normale Nagellacke kaufe, also nehme ich mir auch selten aus Paketen raus. Spricht mich jetzt auch keine Farbe intensiv an. Ich trage ja auf den Nägeln. Den nehmen wir mal raus. Ich trage ja auf den Nägeln. Nagellack, der eben UV-basiert ist, daher. Genau. So, ein Beutel und ich glaube, das ist ein Glossy Box Beutel. Auf jeden Fall hat es das Logo drauf. Gucken wir mal, was hier drin ist. Eine Face Brush, ein Beauty Tool, nicht für mich, wahrscheinlich also die Beauty Tool Abteilung. Ja, okay, das Ding hatte ich auch irgendwann mal drin. Ein Armband, Fußkettchen, auch nicht für mich. Ein, ja, auch Armband oder irgendwas in die Richtung. Ein Haargummi, der ist tatsächlich ganz niedlich. Ich glaube, den packe ich mir mal zur Seite. Der ist wirklich schön, der hat ja so einen goldenen Anhänger. Oder, ne? Und das sieht so nach auch weiteren Armbändern aus, bleibt drinne. So, ich würde behaupten, wir haben hier Concealer. Zumindest sieht das danach aus. Und Primer, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, weil ich sehe hier einen Primer und ich sehe hier einen Concealer. Also, Contouring Cover Stick von Alverde, nichts für mich. Dann haben wir eine Foundation Cream von Vegas Cosmetics. Nee. Dann haben wir hier einen kleinen Mascara von M2 Beauty Nano Mascara. Ich gucke mir mal das. Sieht man hier irgendwo, wie das Bürstchen aussieht? Nee, das ist nicht meins. Sehe ich jetzt schon. Das kann man nämlich hier so ein bisschen erkennen. Und das sind nicht meine Bürstchen. Das ist mein Nagel. So, dann haben wir hier einen Volumenmascara von M. Asan. Sieht man hier, wie das Bürstchen aussieht? Bei Lippenprodukten und
Mascara, haben wir eben gesagt, kommen nur neue Produkte rein. Ich glaube, den würde ich mal ausprobieren. Ich habe Freunde, die lieben im Asan, aber die tragen auch nicht so viel Make-up wie ich. Ja, das ist irgendwie so eine Mixed-Packung hier. So, von Kiko haben wir Skin Train CC Blur. The Perfect Skin Optical Corrector. Oh, Skin Touch, ja. Also eine Blurring Cream wahrscheinlich. Ist nichts für mich. Den habe ich selber da. Oder hatte ich mal da. Prime Studio Redness Corrector von Essence. Dann haben wir den Fix & Rouge. Den habe ich auch noch selber da. War das der, den ich mochte und den es nicht mehr gibt? Oder ist das der neue? Es gab... nee, der sieht anders aus. Das ist der neue. Es gab den alten, den fand ich richtig toll. So, wir haben von Ida Masca einen Eyeliner. Ich glaube, den habe ich auch. Der ist tatsächlich ganz nice. Und ein Automatic Eyeliner von Vegas Cosmetic in einer schönen, ja, blauen Farbe. Aber ich benutze solche Eyeliner nicht. Ich glaube, ich werde heute auch mal ein paar aussortieren. So. Ja, und die Tinted Serum Foundation, auch die kennen wir von mir. Ist eher was für eine ölige bis Mischhaut, würde ich aus meinen Erfahrungen sagen, weil sie bei mir sich jetzt nicht so optimal abgesetzt hat. Okay, das war eine sehr interessante Mischkiste. Vielleicht war das so ein bisschen gerestet. Ja, ich kriege nicht alles rein mit Kiste. So, das nächste finde ich sehr spannend, denn es ist eine reine Maskenbox. Ich gucke mal kurz durch. Verwöhnende Maske, die ist aus dem Adventskalender, also kenne ich wieder. Rosa Tonerde ist auch nichts für mich. Dann haben wir hier zweimal vom BB, ja, der Skin Active Cream. Von Julea, Feuchtigkeits- und frische Maske. Ich glaube, die werde ich mir mal rausnehmen, weil Feuchtigkeit, wisst ihr, liebe ich. Totes Meerschlammmaske, nö. Manuka Honey, ich glaube, die hatte ich auch. Die ist gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, ja, das ist von... Also Zaya ist ja von Cosmetics for Less. Kriegt man immer diese kleinen Sachen als Pröbchen. Ja, die kenne ich auch. Die Selfie Project Peel-Off Maske. Ich mag keine Peel-Off Masken. Hier gibt es nochmal von B-Routine Glitzer Peel-Off. Den Fruchtcocktail hatte ich auch von Dani mal da. Ich würde ja behaupten, Dani, die hast du reingepackt. Ich fand die gar nicht so schlecht, aber ich habe noch mehrere von Dani zum Aufbrauchen. Deswegen lasse ich das mal. Luvos, eine Hydro-Maske. Algen und Naturwein. Ah, ich mag keine Heilherde. Das ist so nicht meins. So, dann haben wir von Urban Decay Eyeshadow Primer. Zwei Stück. Champagner Schimmer und Anti-Age Nude. Aber ich glaube... So, schöne Hände-Handmaske. Habe ich selbst noch welche da. Nicht von Biotin, aber grundsätzlich. Dann eine Augencreme für das Gesicht. Augencreme für das Gesicht. Ja, wo sonst... L'Oreal. Manchmal ist euer Packaging nicht so ganz durchdacht, ne? So, das waren mal vier. Ein Serum. Hi, wahrscheinlich irgendwas, ich weiß, Serum. Ist natürlich gut, dass genau der Teil, wo es stehen würde. Also, Ultimative Feuchtigkeit, perfekter Glow mit Pyren Hyaluron, Thermalwasser, 100 Beutel. Oh, das klingt aber eigentlich ganz gut. Ich nehme einfach mal eins davon ab, dann können die anderen das auch noch testen. So, die hatte ich auch. Dann von Hey Organics Face & Decolleté Maske. Mhm. Eine Olivenmaske, noch eine Olivenmaske. Oh, ich glaube, oh, das ist ja, die sieht nach Korean Beauty aus. Nehme ich mir auch eine raus. Gut, guck mal, ist noch ein bisschen was zusammengekommen. Dann stapel ich das mal wieder hier rein. Ich denke, ein, zwei werde ich hier auch reinpacken. Beispielsweise die Harry Potter Masken, die haben mir persönlich jetzt nicht so krass gefallen, aber vielleicht gefallen sie jemand anderen. Und ich glaube, ich werde nur die Ravenclaw für mich behalten. Zum Aufstellen. Genau, meine Little Box, die hatte ich auch mal da. Inzwischen ist meine aber auch schon aussortiert. So, was haben wir hier? Bioderma. Eine Aktivcreme. Hydration 12 Stunden. Care First. Und eine Creme. Sagt mir nichts. Elemis Warm Up Massage Balm. Body Balm for Tight and Overwork Body. Ja, gut, das habe ich immer. Oh, ich glaube, das probiere ich mal aus. Ich muss mir gleich die Haare waschen. So, dann haben wir vom Gleim Serum Illuminateur. Das hatte ich auch schon mal da. Fand ich okay. Das ist halt nicht, man würde jetzt bei einem illuminierenden Serum an so Schimmer denken, aber das ist, glaube ich, eher zum Aufhellen gedacht. Also mit Vitamin C wahrscheinlich. Ja, genau. Was ja so Pigmentflecken und sowas aufhellen soll. So, dann haben wir von Terre de Mars eine Augencreme. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal drin. Die war ganz nett. Ihr wisst, wie ich zur Augencreme stehe. Von Sukin, erstaunlicherweise hat sich Dani die nicht rausgenommen, eine Daycream.
Aber ich glaube, Dani hat noch eine. Ja, die hatte ich auch vor kurzem drin. Das ist eine Fußcreme, wenn ich mich nicht irre. War das nicht eine Fußcreme? Habe ich auf jeden Fall noch da und ausprobiert. Ich glaube, die war sehr reichhaltig, dass ich meiner Schwester mitgeben wollte. Jo, Handcreme. Ich habe so viele Handcremes da. Habe ich irgendwann mal verschenkt. Und ich weiß, die Freundin, der ich das geschenkt habe, fand das super süß, dass da diese Hundewelpen drauf sind. Auch noch was für die Hände. Und von eCooking, der Multibalm. Jo, also eine Creme. Wahrscheinlich dann alles so irgendwo. Nee, es ist ja nicht nur Hautcreme gewesen. Gut, aber Elemis, sehr spannend. So, das ist Let the Sun Shine. Schauen wir mal, was hier drin ist. Das sieht aus wie alles so ein bisschen für die Dusche und für die Haare. Mal gucken. Also, für Locken. Curly Jelly, Scrunching Jelly. For Scrunch Drying All Types of Curls. Also so ein bisschen ein Lockenzeug-Dingsy. Bin ich jetzt nicht so der Ansprechpartner. Christopher Robin, eine hydratisierende Maske. Hydrating Melting Mask mit Aloe Vera, Hydrating Hair. Shiny and Plumped Length. Nämlich, ihr wisst, ich liebe Masken. So, Philipp Kingsley ist ein bisschen rot geworden. Finishing, also ist wirklich ein bisschen rot geworden. Finishing Touch, ein Polishing Serum. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal da hatte. Das würde ich jetzt aber drinnen lassen tatsächlich. Pure 97. Haben sie in der Glossybox tatsächlich auch mal relativ viel rausgehauen. Eine Styling Lotion. Ich mag so Styling Lotions tatsächlich nicht. Bei mir muss es flüssig sein. Deswegen geht das auch weiter. Also, wenn ihr an dieses Teil kommt, das ist der heilige Gral für kaputte Spitzen. Der Bond Builder von Philipp Kingsley, den habe ich selber da. Deswegen lasse ich ihn jetzt hier drin. Aber wenn ihr hier reinkommt, nehmt das euch raus. Das ist, also wenn ihr kaputte Spitzen habt, so wie ich, das ist wirklich nice. Ein Dry Shampoo ist nichts für mich. Ich experimentiere damit inzwischen nicht mehr. Und die anderen drei Sachen sind alles feste Shampoos, auch nichts für mich. Deswegen kommt das jetzt wieder rein. Wir machen weiter mit Glossy Box. Glossy Box. Das sind hier gefühlt alles Glossy Box Kisten. Ne? So, den habe ich auch. Hihi. Das ist ein Puder. Ein transparentes Puder. Das war aus der Blooming Beauty LE von Rival Loves Me. Ist echt ein cooles Puder, weil es so schön eingefärbt ist. Aber am Ende ist es eben wirklich transparent. Ich mag das sehr. Außerdem hat es eine super schöne. Genau, so, Baked Rouge und Highlighter. Ist doch nicht so ganz mehr sortiert, ne? Sieht auch schön aus. Ich überlege, ob ich mir das rausnehme. Sind echt schöne Farben, muss ich mal sagen. Mal so. Au, Finger. Sehen tatsächlich, sind nicht so aufdringlich, muss ich sagen. Finde ich ganz schön. Ihr seht hier auch nur so ganz seicht. Also gut für helle Hauttypen. Bleibt mal hier bei mir. So, von Look by Bieber Baked Marble Blush. Ist für mich kein Blush, sondern eher ein dunkler Highlighter. Bleibt. Bronze Beauty Power Wear Bronzer. Den habe ich selber, deswegen hole ich den jetzt auch gar nicht raus. Der war, glaube ich, relativ dunkel. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ein Tütchen. So, schauen wir mal. Wir haben einen Pinsel mit einem Einhornschwanz. Einhornschwanz vor allem. Meerjungfrauenschwanz, passend zum Motto. Dann haben wir hier zwei Essence Got Baby Blush und genau, beides. Solche gab es auch in der Weihnachts-Edition. Es gab so eine Weihnachts-LE, die war auch so. Deswegen lasse ich die jetzt mal stehen, weil ich habe auch noch zwei andere. Und ich habe festgestellt, dass ich Sticks weniger gerne trage als Liquid-Produkte. Tatsächlich, also Creme-Produkte weniger. Ja, das ist auch ein Creme-Produkt, der Cosmetical Mood Blush Stick. Ich weiß, Dani feiert ihn sehr, aber für mich ist er nichts. Dann haben wir ein Hyaluron-Puder. Ich glaube, das habe ich auch. So ein ganz einfaches, transparentes. Ein Glow Lover Highlighter. Ich habe auf jeden Fall den Blush davon, das weiß ich. Spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so an. Nee. So, dann von Naked Cosmetics ein Rouge. Bleibt auch hier. Ein Pinsel bleibt auch hier. So, Kissed by the Sun Bronze Highlighter. Ich glaube, der ist sogar noch relativ neu, Rival Loves Me. Aber ich mag solche Streifensachen nicht. Das ist nichts für mich. So. Dann haben wir von Elf Cosmetics. Auch den würde ich mal ausprobieren. Von Elf habe ich nämlich noch gefühlt erst ein oder zwei Sachen ausprobiert. But I can't, because auf der Rückseite ist nichts drauf. Ich kann euch nicht mal sagen, welche Farbe es ist. Aber es ist so ein dunkles. Swatch den mal. Also es geht schon so ein bisschen ins Bräunliche. Ich setze den jetzt mal einfach hier on top drüber. Der ist matt, auch wenn er jetzt vielleicht hier schimmernd wirkt. Finde ich aber ganz gut. So eine schöne Herbstfarbe. Ach
ja, ich liebe es. So, Catrice, Superwoman to be Blush. Jo, ist mir zu hell, spricht mich nicht an. Dann nochmal ein Power Wheel Bronzer. Ja, Bronze Beauty, den kann ich euch jetzt mal zeigen. Ich glaube, das war ja auch Bronze Beauty. Ach nee. Spricht hier was drauf? Ja, doch auch. Also ist zweimal offensichtlich das gleiche. Oh, ich hasse es, ne? Ich komme an diese Packungen immer nicht dran mit meinen Nägeln. Meine normalen. Ach, oh, jetzt aber. Genau, der ist nämlich relativ dunkel und auch relativ gelblich. Weil hier ist schon einer drin, ja? Okay. Mhm. Ich finde es halt nicht immer so sinnvoll, zwei reinzumachen, wenn man irgendwie schon gesehen hat, dass da einer drin ist. Aber das muss ja jeder selbst entscheiden. So, von Trended Up Rosy Touch Duo Blush. Das ist natürlich auch schön, aber dieses Gemixer, nee. Wenn ich jetzt nur den oberen Farbton haben will, das kriege ich nie hin. Das ist auch eine Glossy Box, interessant. Hier oben so dieser typische Deckel und hier unten so ein ganz simples. Das sieht nach Parfüm aus. Ich denke, das werde ich skippen. Wir haben hier Eclat Nummer irgendwas. Und Dolly Chatelier. Das ist, sieht so ein bisschen aus wie so Dupes und sowas. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Parfüms gar nicht aus. Da bin ich komplett... Ah, hier. Wahrscheinlich, wenn man wüsste, was es ist. Keine Ahnung. So, da drüben ist auch noch was. Das gucken wir uns auch noch schnell an. Aber wahrscheinlich wird das hier auch Parfüm sein. Genau, hier sind zwei solche Fläschchen drin. Juliette Hessegan. Und nochmal, Juliette Hessegan. Einmal, aber man sieht nicht... Okay. Ich finde es sehr niedlich. Hier sind kleine Aufkleber drauf. Ich rieche mal kurz dran. Ne, das ist nichts für mich. Das auch nicht. Nö. Gut. Keine Ahnung, was Juliette Hessegan ist. Wahrscheinlich auch so eine Dupe-Marke. Also Vermutung, keine Ahnung. Das ist auch eine richtig teure Marke und ich blamier mich gerade. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Parfüm nicht aus. Ich habe ein teures Parfüm und das war's. Ansonsten, also ich habe noch weitere Parfüms, so ist nicht. Ja, schön, geh mal weg dann. Ich habe tatsächlich wirklich nur ein teures und das ist vom Mugler. So, in der Pinkbox haben wir von Terra Naturi Eyeshadow Palette Peach Me Up. Klingt nach, ja, nudigen Farben. Sieht tatsächlich ganz niedlich aus. Spricht mich jetzt aber persönlich nicht so an. Ich nehme an, wir sind in der Eyeshadow-Paletten-Sammlung gelandet. Da werde ich definitiv auch ein paar Sachen dazu packen. Von La Haye, keine Ahnung, White Shades Eyeshadow-Palette. Das ist so richtiger Stoff, das ist schon nice. Die ist schon gut benutzt, was grundsätzlich ja nicht schlecht ist. Also gerade die Schimmertöne. Ah, das sind nur Schimmertöne. Nee, ich bin immer so kein Fan von reiner Schimmer oder reiner Matt. Damit kann ich immer wenig anfangen. So, das ist von CRT London. Ich glaube, die habe ich euch auch in meinen Boxen-Declutter gezeigt. Deswegen hole ich die nicht raus. Guckt euch gerne meine Boxen-Declutter an. Essence The Rosy Edition spricht mich auch nicht an. Dann von Altera Ice Baby Sun Touch All-in-One Palette. Mm-mm. Catrice Cocoa. Spricht mich auch nicht an. Und von Sophia Marvel, ich glaube, die hatte ich auch irgendwo, hatte ich die drinne? Dachte ich mir, ich hätte die gerne drinne gehabt. Ja, sowas wie Five in a Box, ne? Habe ich auch gerade aussortiert. Hat tatsächlich eine meiner Zuschauerinnen gewonnen, denn es gab ja ein Gewinnspiel bei den Declutter. Hier haben wir einen Liquid Eyeshadow, wahrscheinlich habe ich den auch, deswegen packe ich den mal direkt zur Seite. Spannender ist jetzt dieses Tütchen hier. Oh, den sortiere ich mal aus, der ist kaputt. Den packe ich gleich mal in den Müll. Das war mal Maximoor in Eyeshadow. Aber der kommt jetzt in den Müll, weil der ist komplett zerfleddert. Das brauchen wir nicht. So, hier sind nämlich drin. Ah ja, die habe ich bei Dani schon im Paket, also als sie das ausgepackt hat, gesehen. Ist total schön, weil sie komplett neu ist. Aber da bin ich wie Dani. Erstmal finde ich wieder mal der Lehrer in mir so die Platzausnutzung. Mhm. Hätte viel kleiner gehen können. Und diese ungleichen Größen machen mich ganz irre. Außerdem sind es auch nur Schimmertöne. Das ist auch wieder, finde ich, nicht so optimal. So, die habe ich selber. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe oder weitergegeben habe. So, dann haben wir... Was haben wir denn hier? Ja, kenne ich auch. Habe ich euch auch in meinem Declutter gezeigt. You Can Be Dust Palette Twilight. Sehr nices Look vom ersten Blick. Die könnte mir tatsächlich gefallen. Hat halt auch relativ viel nudige Töne. Aber ich habe halt schon mehrere solcher Paletten. Ne? Hier wurde extra ein Stück
Taschentuch dazwischen gelegt, damit offensichtlich nichts passieren kann. So, und von Revolution Pro, The New Neutral Luxe Eyeshadow Palette. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal in der Hand. Auch, also schön, weil die Schimmertöne sind mega. Aber der Rest ist mir auch... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nee. Schade, keine Lidschattenpalette für mich. Na gut, ich habe ja auch gerade erst aussortiert und außerdem habe ich gerade erst neue. Also eigentlich kann ich jetzt nicht meckern. Dann machen wir wieder mit der Glossy Box weiter. Glossy Box. So. The Luxury Bathing Company. Ja, Body Wash. Ich denke, da wird nichts bei mir bleiben. Habe ich auch gerade tatsächlich leer gemacht. War in der Box drin und war tatsächlich ganz nice. Aber ich habe selbst so viel. Body Lotion aus dem Adventskalender von Balea letztes oder vorletztes Jahr. Believe in the Magic of Christmas. Vanilla Body Lotion von Accentra. Und das passende Schauergel dazu. Und dann haben wir hier noch von Pure Claire ein Body Butter und Körperpeeling. Jo, geht alles weiter. Wie gesagt, Pflegeprodukte habe ich selbst en masse. Da muss ich selbst erstmal aufbrauchen, bevor ich anfange mir wieder. Bin ich auch ehrlich, das hypt mich auch nicht so. Also das ist nichts, was ich jetzt unbedingt aus dem Paket rausnehmen müsste. Es sei denn, es wäre irgendwas richtig, was ich irgendwie schon immer machen wollte. Dann, vorletzte Box ist von Look Fantastic. Look Fantastic vor allem. Look Fantastic. So, wir haben von L'Oreal Glow Cherry Natural Glow Enhancer. Was bist du? Ich gucke mal kurz. Bist du eine BB-Cream oder bist du sowas wie eine Base? So sieht es auf jeden Fall aus. Ich würde ja behaupten, es ist so ein bisschen Base. Aber vielleicht auch BB, weil so ein bisschen Farbe ist da. Schimmert auf jeden Fall en masse. Ich gucke mal kurz. Das ist natürliches Glow Fluid. Dim, dim, dim. Für sorgtige Strahlen und Feuchtigkeit. Für einen Glow-Effekt mit natürlich strahlendem Schimmer. Ebenmäßiges Hautbild mit Wassermelonenextrakt alleine unter Make-up. Das bleibt mal bei mir. Ich sehe eine Sache, die definitiv Dani reingepackt hat. Das hat sie mir aber gleich gesagt, dass das weitergeht, weil ich nicht dran gedacht habe, dass das von L'Oreal ist, was ich hier da reingepackt habe. Ich habe nur Tonerde gesehen und dachte, ah, wie cool. Aber Dani vermeidet es sehr, sehr stark. Wortfindungsstörung, ja, Produkte von L'Oreal zu benutzen, weil sie nicht tierversuchsfrei sind. Oder ist das von dir, Dani? Es könnte von dir sein. Auf jeden Fall habe ich das mal im Action gekauft. So als auf jeden Fall. Ich weiß aber, vielleicht hat sie es auch ihrer Schwester gegeben, hat sie mir zumindest damals gefragt. Geht weiter, weil keine Tonerde. Eins, Toner, den nehme ich mal raus. Den hatte ich schon mal da. Der ist wirklich nice. Wenn die Kamera mal scharf stellen würde. Von Vegan. Genau, den nehme ich. Ach, schön, so einiges, was hier zusammengekommen ist. So, feuchtigkeitsspendendes Gesichtspflegespray mit Arganöl und Kumbawasser. Also von Garnier, also auch ein Toner. Ich rieche mal dran. Oh, ich habe gerade auch einen von Action angefangen und den musste ich auch weglegen. Der geht auch weiter. Labs Harry's, ein Multi-Action Face Wash. Ich benutze keine Face Washs. Ein klärendes Gesichtswasser von Isana. Auch nichts für mich. Dann von Ritual of Namaste. Purify Natural Skincare, ein Cleansing Foam. Ich glaube, den habe ich sogar selbst da, in groß. Dann, das ist so eine Pinselseife, habe ich auch da gehabt und weitergegeben. Ein Mikrobiom Face Mist von DE Cure. Hatte ich, glaube ich, selber auch schon mal da. Und von Holzapfel, Crab Apple. Was bist du? Bachblüten. Ja gut, nee, Bachblüten ist nicht für mich. Habe ich. Ich weiß, ganz viele schwören drauf, aber für mich ist das nichts. Dann sehe ich hier was von My Little Beauty. Ein ja, Körperpeeling habe ich gerade genug da, brauche ich also nicht. Rizinusöl von Jungglück. Lasse ich jetzt auch mal hier so drin. Und blub, von Nivea, wasserfestes Augen-Make-up-Entferner, kann auch drin bleiben. Okay. Dann packen wir hier mal wieder rein. So, die fühlt sich sehr leicht an. Beauty Box. Frühjahrs Edition. Let's have a look. Das sind Lippenprodukte. Okay, das ist von Pompon. Das war in meiner Lippenbox, glaube ich, drin. Lippi. Lasse ich jetzt auch mal so.
So, und ich sehe, Dani hat was reingepackt, was ich definitiv kenne. Und dann sind diese Dinger wirklich von Dani. Hat sie alle reingepackt? Ja. Schade. Ist natürlich schade, dass die Dani nicht gefallen haben. Ich hatte hier extra die Lippis mitgebracht, weil ich weiß, sie wollte sie mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich sind die Farben dann doch nicht so ganz ihrs gewesen. Geht weiter, weil ich trage auch keiner. Max & More. Dani, ich habe dir den extra reingebracht, damit du ihn ausprobieren kannst. Und ich weiß noch, ich habe mich geärgert, dass ich die Farbe nicht habe. Dann nehme ich mir den jetzt wieder raus. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, um Gottes Willen. Den hatte ich auch mal drin. Ich glaube, der war in der 24 Tim Box drin gewesen. Genau. Dann haben wir einen Mood Balm. pH Changing brauchen wir nicht. Volume Lip Balm auch nicht. Ein Avon Lippenstift in dieser Farbe. Nein. So, was bist du? Lip Topper. Der sieht aber spannend aus. Ich glaube, oh, der passt gerade wunderbar zu meinen Nägeln, wenn sie das mal scharf stellen würde. Ich glaube, den würde ich mir rausnehmen. Jo. So, den hatte ich auch. Bin sehr traurig, dass das ein Voluminizer ist. Also, dass da der dazu da ist, dass das alles ein bisschen anschwillt. Mag ich nämlich nicht. Ein Douglas Lippi in dieser Farbe, so ein bisschen bräunlich. Dann haben wir von Tromberg ein Lippenpflege und ein semi-matter Lipstick von Vegas Cosmetic. Gut. Okay. Ich gehe jetzt gleich nochmal meine Produkte durch, die ich mir rausgesucht habe. Und dann zeige ich euch, was ich jetzt definitiv behalte. Das machen wir hier mal wieder drüber. Ich werde es dann noch befüllen und dann geht es die nächsten Tage wieder auf Reisen. Ich finde meine Übersicht gut. Ich habe mir von Julia die Feuchtigkeitsmaske und von B-Routine dieses kleine Serum-Dings hier genommen. Dann habe ich eine Sheet Mask, koreanische würde ich sagen, mir mitgenommen, Oliven. Dann habe ich mir diesen Haargummi mitgenommen, den ich wirklich schön finde. Von Christopher Robin habe ich eine Melting Mask, Hydrating Melting Mask für die Haare mitgenommen. Und von LMS das Warm-Up Massage Balm, also ein Body Balm für Tired and Overworked. Das werde ich, glaube ich, gleich mal in der Dusche probieren. Dann habe ich mir von hier ist noch was. Dann habe ich mir den Toner mitgenommen von Vegan. Als Primer den Glow Cherie. Fun Fact, ich habe tatsächlich auch den Highlighter von der Glow Cherie Reihe. Der ist auch super, super toll. Highlighter sowieso ist hier relativ viel mitgekommen. Dieser Cream to Powder Highlighter aus dem Adventskalender, glaube ich. Darauf bin ich auch sehr gespannt, wie das dann Ding ist. Das ist ja jetzt noch verschlossen. Seht ihr, dann können wir es ja jetzt auch aufmachen, ne? Es bleibt ja bei mir. Sehr gut. Oh. That is very dark. Weiß nicht, ob das doch bei mir bleibt. Ich verblende das mal. Okay, verblendet geht es. Ist wirklich eher was für den gebräunten Teint. Obwohl, es geht tatsächlich. Also, hat auf jeden Fall die Haut jetzt ein bisschen dunkler gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das im Unterschied seht. Der Schimmer ist tatsächlich schön, weil er ist da. Er hat auf jeden Fall so einen, also klar, auf jeden Fall einen grünen Anteil. Das sieht man, glaube ich, ganz gut. Aber da ist auch irgendwie was Silbriges drin, habe ich das Gefühl. Aber primär ist es so Goldkupfer. Okay, ich werde es ausprobieren, ansonsten wandert es ins nächste Tauschpaket. Sind wir realistisch. Irgendeiner musste es jetzt aufmachen, um es zu testen. Und das bin jetzt ich gewesen. Steht denn hier eigentlich eine Farbe drauf? Pearl. Also Pearl fand ich jetzt nicht. Ich würde es eher als Kupfer bezeichnen, aber gut. Dann von Josephine den Liquid Highlighter. Den Rival Loves Me 2-in-1 Baked Rouge Highlighter, der auch wirklich schön ist. Sind für mich zwei Highlighter-Töne, das ist für mich kein Rouge, aber ne. Von Elf, dieser wunderschöne, etwas dunklerer, kühlerer, leicht ins Bräunlich gehende Ton. Dann, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, den habe ich da nicht geschenkt. Genau, den ich jetzt sehr gerne ausprobieren werde. Ich bin echt gespannt, weil den ich da habe, der ist so sehr rosa-pinkig. Und ich hatte extra den nudigeren Dani gegeben und habe mich am Ende ein bisschen geärgert, dass ich mir den nicht mitgenommen habe. Deswegen freue ich mich jetzt, weil ich glaube, die sind an sich nämlich gar nicht so schlecht. Aber Dani trägt eher noch dunklere, kühlere. Ne? Deswegen habe ich wahrscheinlich die richtige Farbe gegriffen. Und von dem Asan der Mascara, den ich mir jetzt auch mal angucken kann, weil jetzt bleibt er ja bei mir. Ne? So. Ja, also ist auch nicht so ganz mein Bürstchen, aber ich möchte im Asam auf jeden Fall mal testen. Deswegen darf der bei mir bleiben.
Ja, ich werde noch jetzt diese Box dann, wie gesagt, selbst bestücken. Das werde ich euch aber nicht zeigen, damit die Überraschung groß ist. Das sind die Mädels, die mit dabei sind. Die findet ihr unten auch verlinkt, sodass ihr mal gucken müsst, wann dann das nächste... Ich weiß gar nicht, wer jetzt nächstes dran ist. Schreibe ich euch mal hier hin. Hier ist das hier aus dem Schnitt mit leicht verlaufendem Make-up. Tatsächlich ist die Reihenfolge ein bisschen durcheinander, weil durch die Auszeit, die ich hier hatte und andere diverse Gründe, sich das Video jetzt ein bisschen nach hinten verschoben hat. Ich habe es mir jetzt wirklich für die Urlaubszeit aufgehoben. Das heißt, nach mir war die liebe Wusi dran und die hat ihr Video schon hochgeladen. Da könnt ihr also gerne mal vorbeigucken. Nasti lädt gerade aus privaten Gründen nicht hoch, deswegen gibt es da keins. Und das heißt, das nächste kommt dann wieder von Dani. Und ihr könnt natürlich auch zu Dani zurückspringen und das erste quasi sehen, wo sie das quasi das alte auspackt und neu befüllt. Ja, und ich freue mich jetzt, diese Sachen auszuprobieren. Die müssen jetzt erstmal in meine, ich übernehme das von Sarah Isabel, Kiste der Schande rein. Denn die dürfen dann erstmal sich testen, bevor sie in die normale Make-up-Sammlung einziehen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Das werde ich jetzt gleich mal mit in die Dusche nehmen und ausprobieren. Und den Rest werde ich dann so peu à peu testen. Meine Uhr sagt, ich soll mich bewegen. Dementsprechend beende ich jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum nächsten Video. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit den Trashy-Wanderpaketen. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stimmen und Abonnieren. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Montag oder Abend, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Ciao, ciao!